Köln, Neumarkt, Samstagnachmittag. Die Liberalen läuten gut 4 Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen den Straßenwahlkampf ein. Bei gekühlten Getränken und Butterbrezeln haben die Passanten die Gelegenheit, den Spitzenkandidaten der FDP-NRW, Andreas Pinkwart, ganz persönlich aus der Nähe kennenzulernen. In seiner kurzen Ansprache findet er klare Worte und macht keinen Hehl daraus, worum es bei der bevorstehenden Wahl wirklich geht. Ich werde kämpfen bis zur Nacht des 9. Mai, das verspreche ich Ihnen, damit wir eins verhindern werden am 9. Mai, dass die Linken hier in Nordrhein-Westfalen mit an die Macht kommen. Das müssen wir verhindern. Und da sage ich Ihnen, die CDU tagt in Oberhausen, unser geschätzter Koalitionspartner. Ich sage das in aller Klarheit, wir haben 5 Jahre gut zusammengearbeitet. Ich möchte das auch sehr gerne fortsetzen. Aber es reicht mir nicht, wenn die CDU in Oberhausen vor Rot-Rot warnt. Rot-Rot hat in den Umfragen 40%. Rot-Rot-Grün hat zurzeit leider 50%. Und die Grünen lassen sich die Koalition mit den Linken ganz bewusst offen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen reicht es nicht, gegen Rot-Rot-Grün hier einen Wahlkampf zu führen, sondern wir müssen es beim Namen nennen, meine Damen und Herren. Die Grünen sind das eigentliche trojanische Pferd für eine Linkskoalition hier in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen sagen wir klare Kante am 9. Mai. Wer will, dass Nordrhein-Westfalen weiter aus der Mitte regiert wird, der hat eigentlich nur eine Wahl. Die FDP, meine Damen und Herren. Gut 2 Stunden stellte sich Andreas Pinkwart den Kölnerinnen und Kölnern, bevor er zu weiteren Infoständen durchs Land reiste. Für den Generalsekretär der FDP-NRW, Joachim Stamp, die einzig wahre Wahlkampfform, um mit den Wählerinnen und Wählern in direkten Kontakt zu kommen. Wir beginnen heute den Straßenwahlkampf, die heiße Phase des Straßenwahlkampfs hier in Köln. Wir freuen uns, mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt ins Gespräch zu kommen. Wir machen es nicht wie die anderen Parteien, die sich in großen Hallen verbarrikadieren und unter sich bleiben, sondern wir sind beim Bürger, bei der Bürgerin und diskutieren über unser Programm und über die Anliegen der Menschen. So gibt es bis zum Wahltag noch viel zu tun, damit das Aufsteigerland NRW auch nach dem 9. Mai noch weiter aufsteigen kann.